Hey Sven hier, heute wieder an der Hochschule in Stralsund in Holzhausen, das Studentenwohnheim. Das sieht immer noch so geil aus wie beim ersten Mal und wir haben beim letzten Mal irgendwie nicht alles zeigen können, deswegen sind wir jetzt zum zweiten Mal da und richtig geil, wir schauen uns nachher Roboter an. Die Hochschule hier arbeitet ganz eng mit der Industrie zusammen und entwirft Roboter, also und ich kenne das nur aus Filmen, bin gespannt, was die alles drauf haben, diese Dinger. Und wir sind dann noch beim Wassersportverein eingeladen, da können die segeln lernen und die haben gesagt, wenn ich lieb bin, gehen die mit mir segeln. Als wir das erste Mal hier in Stralsund waren, waren wir beim Tiger Racing Team. Die haben solche Autos mit Wasserstoff gemacht. Und das hier ist jetzt vom Baltic Racing Team. Die machen das mit normalen Motoren, mit Brennstoffmotoren. Und das ist hier eben ausgehangen. Die geben richtig Gas. Wir sind jetzt hier bei den Robotern. Neben mir ist Professor Bunse. Sie beschäftigen sich hier mit autonomen Systemen, eben mit den Robotern. Wenn ich jetzt sage, ich will das unbedingt auch machen, was muss ich hier studieren an der Hochschule Stralsund? Dann müssen Sie Informatik studieren, um genau zu sein, IT-Sicherheit und mobile Systeme. Da dreht sich das alles um die Frage, wie kann ich so ein System sicher kriegen und wie kann ich Systeme entwickeln, die sicher miteinander kommunizieren und zusammenarbeiten. Das sind dann die autonomen Systeme. Können Sie uns noch ganz kurz sagen, was man hier in Stralsund generell studieren kann? Also man kann hier ein breites Spektrum studieren. Fangen wir mal mit der Fakultät ETI an, für die ich arbeite. Da haben wir die klassischen Informatikstudiengänge. Wir haben aber auch Elektrotechnik, erneuerbare Energien oder medizinische Dokumentation. Dann gibt es den Maschinenbau mit dem klassischen Maschinenbau oder zum Beispiel solchen Dingen wie Rennsport-Engineering oder Wirtschaftsingenieurwesen. Und wir haben die Betriebswirtschaft. Neben der klassischen Betriebswirtschaft gibt es da sowas wie Baltic Tourism Management, Leisure and Tourism Management oder auch zum Beispiel Gesundheitsökonomie. Das ist Ricardo, der macht hier an der Hochschule Stralsund seinen Master in Informatik. Warum genau Informatik? Weil Informatik ein Thema der Zukunft ist. Es entwickeln sich gerade viele interessante Themen wie Robotik, künstliche Intelligenz. Dieses Jahr bei der Weltmeisterschaft spielen ja noch Menschen gegeneinander, aber es ist in Planung, dass Roboter spielen. Ja, die Roboter spielen schon seit einigen Jahren auch ihre eigenen Weltmeisterschaften. Im aktuellen Fall ist zum Beispiel Deutschland Weltmeister. Leider nicht unsere Hochschule, aber zukünftig planen wir auch an den Weltmeisterschaften teilzunehmen und hoffentlich auch zu gewinnen. Das hier ist Patrick und er segelt hier im Hochschulwassersportverein der Hochschule Stralsund. Wenn ich mich jetzt an der Uni anmelde, da bin und segeln will, was mache ich dann? Es gibt jährlich den Sportbootführerscheinkurs für Neuanfänger, da kann man sich gerne melden. Und wenn man dann noch Lust hat oder vielleicht auch schon Erfahrung hat, kann man hier gerne an der Hochschule segeln, unter anderem halt mit den Jollen oder später auch mal mit den größeren Booten. Du darfst jetzt, das kann man mal zeigen, dieses Boot hier fahren, das ist quasi mit Motor. Wie ist das dann so eins, das dann so, wie man es in einem Film, wie man sieht, so abhebt auf dem Wasser? Je nach Wellen vielleicht ein bisschen, aber nicht ganz so schlimm wie im Film. So, die Hochschule Stralsund hat mir jetzt auch angeboten, dass ich einmal segeln mit darf. Deswegen gehe ich jetzt hier über einen Steg, über eine Riesenlücke in ein... Oh, das wackelt! Zu Caro und Thomas. Oh. Caro, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass man mit so einem Segelboot umkippt? Also bisher haben wir es noch nicht geschafft umzukippen. Mal schauen, was es heute wird. Man muss jetzt hier dieses Segel hochziehen und dann fährt man raus und lenkt. Du musst natürlich erstmal schauen, aus welcher Richtung der Wind kommt. Der Wind kommt heute von schräg dort hinten. Spürst du das? Ja, nein, hier oben ist ein paar Klicker dran und der zeigt an, aus welcher Richtung der Wind kommt. So, ich bin jetzt auf See und super nass geworden. Das ist echt krass, da geht ein richtiger Wind. Caro, Ja. Sag mal, was studierst du? Ich studiere Leisure and Tourism Management im vierten Semester. Und in meiner Freizeit bin ich eigentlich ziemlich oft auf dem Wasser, gerade wenn so Wind ist wie heute, weil dann macht es eigentlich erst richtig Spaß. Wie bist du dann zum Segeln gekommen? Als ich nach Stralsund gezogen bin, wusste ich, wollte irgendeinen Wassersport machen. Und da war Segeln im Wassersportverein bei uns am naheliegendsten. Und jetzt segel ich jeden Mittwoch die Mittwochsregatta mit hier auf dem Sund. Das ist eigentlich so, da wird das nochmal schlimmer. Das wird nochmal schlimmer. Wir fahren jetzt mit dir nach Hiddensee rüber, da kommt der Kubiter Botten und das ist ein Biest. Ich bin 10 Herzinfarkte gestorben, sag ich euch. Aber das war richtig geil da draußen. Danke nochmal an Caro und Thomas, wenn ihr das seht. Ihr wart echt geil vom Hochschulwassersportverein. Und für alle Infos zur Hochschule Stralsund einfach auf die Webseite gehen, die ist hier eingeblendet.